So, da sind wir auch wieder und jetzt geht es schnell auf Richtung Lestalum, nachdem wir die Sache mit den Tolle Schokobos hier erledigt Belohnung. haben. Naja, einer freut sich riesig drum. Ja, einer freut sich riesig darüber. Ich nicht, weil es ist kein Geld angekommen, aber Meistermechanikerin. Ah nee, das ist der Typ. Okay, dann haben wir davon keine Aufgabe. Obwohl, wir könnten ja zu ihm fahren. Ist ja auch nicht so weit entfernt. Das würde ich jetzt mal Also eben alles machen. gut. Du, Nacht, wie teilen wir das auf? Überlasse ich dir. Dann können wir zum einen noch mal auftanken. Das ist natürlich nicht verkehrt. Und zum anderen hatte ich eine Nachricht bekommen während des Autofahrens, dass wir das Auto tunen können. Also ich möchte nicht die Lackierung ändern, aber es wäre natürlich nicht schlecht, wenn irgendwelche Teile noch getunt werden oder so. Müssen wir mal gucken, ob wir das machen können. Da wir sowieso tanken müssen, ist es ja kein großer Umweg. Oh, ein Wildwechsel. Meine Güte, so viele von denen. Wo die wohl alle hinwollen? Wird Ihnen am liebsten folgen und es herausfinden. Ich würde mal spontan sagen, nach links. Na dann, sehen wir uns mal um. Du solltest dich eigentlich zum Zielort begeben. Lasst nichts Warum liegen. parkst du hier auf der Okay, so, Straße? los geht's. Hallo, du musst nach links. Junge. Hey, Nockt! Warum übernachten wir nicht hier? Gibt's hier was Tolles? Warme Betten und ein Dach überm Kopf? Hier wimmelt's bald von Sichern. Ja, wenn es schon so Von mir dunkel ist. aus. Ignis? Hast du gehört? Ja, laut und deutlich. Parkt er jetzt nicht mehr drin? Was soll denn das? Kann ich denn trotzdem noch das Auto tanken? Weil das ist ja dann noch nicht mehr an der Tanksäule dran. Ja, das ist es nämlich. Wieso parkt er denn da draußen, der Idiot? Wir haben so viel gemeinsam, aber ich habe bestimmt keine Chance bei ihr. Prompto ist schon wieder am Tagträumen. Wenn all das vorbei ist, gehe ich sie in Hammerhead besuchen. Jetzt fahr da auch rein. Mein Gott. Nein! Ey, sag mal. Ich fahre jetzt manuell. Du kannst mich jetzt mal, ehrlich. Nacht. Nachts ist es zu gefährlich. Lass uns irgendwo übernachten. Selbst fahren. So. Kein Problem, bin auch fit. Von mir aus. Aber fahr bitte vorsichtig. Ich habe keine Ahnung, wie ich fahre, aber ich versuch's Schnallt mal. euch an. Moment, beschleunigen ist rechts. Wo ich aber nicht direkt drauf komme. Na toll. Okay, der geht auch automatisch runter vom Gas. Aber er bremst, er beschleunigt nicht mehr. Hallo, du sollst nach links fahren. Das ist nicht links. Sag mal. Ach so, man kann direkt wenden. Ah, okay. Deswegen fährt er nicht nach links. Ein bisschen schneller. Also ich fahre ständig Formel 1 Rennen, aber das ist jetzt echt. Genau, ich möchte mich parken, aber ich möchte mich reinparken und nicht hier draußen. Also mach hinne. Los, los. Fahr noch ein bisschen. Wieso fährt er da jetzt nicht rein? Der will da nicht reinfahren. Raus mit euch. Das ist doch nicht normal.
Okay, also weder das automatische noch das manuelle lässt mich jetzt hier reinfahren. Ich weiß nicht, warum. Das ist doch richtig Mist. Ich gehe jetzt mal zu ihr. Vielleicht zieht sie das Auto dann so rein oder so. Überraschung! Wir haben neue Teile reinbekommen. Ich möchte aber meine Farbe behalten, bitte. Was darf sein? Ah, sehr schön. Sucht euch eine Farbe aus. Was ist denn das andere? Kann man nicht... Weißer Lack. Oh Gott, nee. Innenraum kann auch alles so bleiben, finde ich. Das sieht schön aus. Und? Was ist mit den Felgen? Das Problem ist, die werden ja nicht angezeigt. Hm. Ach so, muss ich einmal klicken. Ah, okay. Können wir uns die einmal durch anschauen? Goldmetallic. Ist ein bisschen drüber, aber sieht gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, das kostet mich jetzt nichts. Mehr habe ich im Moment nicht auf Lager. Ach, das sieht man da unten. Ah. Oh Gott, nee. Nee, das will ich definitiv nicht haben. Bist du dir sicher? Ja. Das kostet den sein, Rest, ne? Übernehme ich. Bitte auch das Auto parken. Und? Entspricht das euren Vorstellungen? Nicht wirklich, aber es soll ja irgendwie protzig aussehen, ne? So, jetzt steht das Auto hier, was natürlich blöd ist, weil wir jetzt immer noch nicht tanken können. Scheiße. Doch, jetzt können wir... Ah, oh, das ist klasse. Oh, jetzt haben wir sogar unser eigenes Tankgirl. Cool. So. Und sie putzt auch noch für uns. Fertig. Saubere Arbeit, was? Also sie wäscht. Wenn ich mir ihre Nase so ansehe, ist sie aber nicht mehr sauber. Ja, cool. Geht mal weg, Jungs. Hier ist noch irgendeine Aufgabe für uns. Oh. Hoheit! Hey! Hallo? Na, macht ihr etwa gerade Pause, Hoheit? Schön wär's. Wieso? Willst du uns etwa einspannen? Keine Angst, das hatte ich eigentlich nicht vor. Hast du viel zu tun? Hm, ja. Aber heute liege ich ausnahmsweise nicht unter der Motorhaube. Ich muss los und etwas besorgen. Ich habe nämlich eine ziemlich interessante Information aufgeschnappt. Geht um ein unheimlich seltenes Autowachs. Das wäre genau das Richtige für den Regalia. Wollte gerade los. Sollen wir nicht lieber gehen? Was? Ist doch für den Regalia. Eigentlich schon, aber... Na gut, warum eigentlich nicht? Es wird aber gar nicht leicht, es zu finden. Wieso? Weil es irgendwo unterwegs vom Laster gefallen sein soll. Mhm. Wir sollen also nach dem Wachs suchen und es dann zu Sydney bringen. Soweit ich weiß. Unglaublich! Sydney wollte die Arbeit eigentlich für uns erledigen, oder? Ich werde es finden. Oh Gott, ich werde es finden. Okay, wir haben aber noch eine andere Aufgabe, sehe ich jetzt gerade. Im Restaurant. Oder das kann natürlich auch sein, dass das... Schauen wir uns das mal an! Was gibt's? Ich wollte jetzt erstmal hier reinschauen. Ihr habt doch einen Wagen, oder nicht? Ja. Könntet ihr vielleicht damit was für mich besorgen? Wieso ausgerechnet wir? Naja, Sid meinte... Ja? Dass ich euch ruhig etwas einspannen soll, weil ihr hier erstmal festsitzt. Stimmt schon. Das ist eine gute Chance, die Gegend kennenzulernen. Wenn ihr ablehnt, ist das kein Weltuntergang. Aber wenn ihr mir helfen könntet, wäre das schön. Wieso sitzen wir hier fest? Hallo? Wir müssen eine Tomate besorgen, okay. Ja gut, habe ich eigentlich kein Problem mit. Ich schau mal eben... Oh,
was darf's heute sein? Der ist aber auch sehr... der hat aber keine also neuen... Antworten. Doch, der hat neue, okay. Ja, cool. Ja, guck mal auch direkt mal das nach. Das sind unsere Problemkinder. Ja, ist ja kein Problem. Also, ich würde sagen, dass ich die dann annehme. Ne, Moment, das wollte ich gerade sagen, das habe ich ja schon angenommen. Das nehmen wir auch an. Weiß das zu schätzen. Kein Thema. Das nehmen wir auch an. Sehr freundlich. Nächtlicher Niederschlag. Warum können wir das jetzt nicht machen? Ich meine, gut, ich bin da jetzt nicht so erpicht drauf, aber wir müssen natürlich auch irgendwo Geld verdienen, ne? Achso, Bedingungen nachts. Und wir haben jetzt noch nicht ganz nachts wahrscheinlich. Naja, gut. Okay, lassen wir das erstmal. Was zu essen hätte ich, glaube ich, gerne. So, 50 Gil. Angriffskraft und LP-Maximum wird erhöht. Das für 700 Gil. Dann würde ich normalerweise sagen, nehmen wir das nochmal. Weil da steht ja nicht drin, dass es nur für eine gewisse Zeit ist. Da steht nur drin, dass es erhöht ist. Obwohl, ich möchte mal gerne was testen. Bereitet Moment. Euch gut vor. So, wir haben jetzt... Ah, dann ist das wohl doch für eine gewisse Zeit. Nur weil wir haben nämlich jetzt 664 LP... Und wir hatten nämlich über 1000. Oder habe ich jetzt das falsche Schwert? Das kann natürlich... Nee, das habe ich aber die ganze Zeit schon gehabt. Wir hatten nämlich über 1000 Lebenspunkte drin. Hm. Ach, du bist es wieder. Der ist irgendwie sehr schreckhaft. Ich weiß auch nicht. Knurrt der Magen? Also, ich werde es jetzt einfach mal machen. Ich werde jetzt mal die 700 Gilde ausgeben. Ja, sehr wohl. Ich möchte das jetzt mal testen. Guten Appetit! Da steht nämlich nicht drin, dass das nur für eine gewisse Zeit ist. Und es wird hier nicht hochgerechnet. Zu viel Essen ist auch nicht gut. Jetzt haben wir trotzdem nur 864 MP. Wirkung und Dauer werden... Oh, Moment, da stand gerade was. Werden im Charaktermenü angezeigt. Ja, steht jetzt hier aber nichts von drin. Hm, komisch. Also es ist wirklich scheinbar nur für unterwegs. Dann können wir uns das nämlich demnächst auch sparen. Ist wohl eine weitere Lektion des Alten, was? Sid lässt echt nicht locker. Er meint es ja nur gut. Er hat sicher keine Lust auf einen stinkfaulen König. Aber es ist doch schon Nacht. Wieso können wir das eine denn nicht annehmen? Moment, wir gehen nochmal rein und gucken nochmal, ob der das jetzt macht. Ja, geh rein, los. Sydneys Eltern bei diesem Unfall um. Ist mal was Anständiges. Vielleicht heitert dich das auf. Nein, ich möchte diese Aufgabe machen. Macht sich Sorgen um dich. Ist mal was Anständiges. Vielleicht heitert dich das auf. Ich will doch nur diese scheiß Aufgabe machen. Macht sich Sorgen um dich. Oh, du kannst mich mal dann halt nicht. Du bist's, der Freund von Sid. So, können wir das jetzt annehmen? Geht ihr für uns auf die Jagd? Ich hoffe, es hat euch bei uns gefallen. Also ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Es ist draußen stockdunkel und wir können es trotzdem nicht annehmen. Dann werden wir wohl oder übel hier eine Nacht bleiben müssen. Ich bin auch total alle. So, und am nächsten Tag werden wir uns dann natürlich darum kümmern, die Aufträge zu machen. Was ist das für ein Bild, bitte? Das ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Aber das habe ich, glaube ich, schon gespeichert. Aber ich speichere es vorsichtshalber nochmal. Also, das ist auch nicht schlecht. Naja, das ist jetzt nicht so... Das ist halt, ja, das ist ein scheiß Bild vom Wagen, sagen wir es mal so. Das ist ein gutes Bild. Oh. Oh, findest du gut oder oh, das ist scheiße.
Na komm, wenn er schon O sagt, dann speichern wir das auch ihm zuliebe. Ja, mehr haben wir nicht, okay. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Morgen! Morgen, morgen. Ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall mal eben hinfahren. Hallo? Nee, automatisches zum... Ach, da kann ich jetzt zum... Moment, zum Parkplatz? Ah, da kann ich jetzt verschiedene Parkplätze ansteuern. Galdin Kai. Okay, da sagt mir jetzt nicht so direkt, was das jetzt für welche sind. Das ist aber gut zu wissen. So, Aufgabenziel, genau. Direkt zum Ziel reisen, 5 Gil? Wieso 5 Gil? Wollt ihr mich verarschen? Automatisches Fahren, Aufgabenziel. Hä, wieso bezahle ich jetzt 5 Gil, um dahin zu reisen? Moment, wenn ich jetzt Nein klicke? Lasst nichts liegen. Okay. So, los geht's. Ach, dann ist die Zähne wahrscheinlich weg, wenn wir da hinfahren. Das ist auch nicht schlecht, aber dafür gebe ich jetzt keine Gil aus. Dann schneide ich das lieber raus und dann hat sich die Sache. Also los, Bewegung. Eieiei, okay, ich sehe schon die ganzen Leute da hinten im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was wir hier jetzt nochmal machen mussten. Aufgaben. Freaky Toti. Das sind wahrscheinlich die... Nee, das sind aber die Viecher. Und warum stehen die da hinten mit einer ganzen Armee? Müssen wir jetzt die Armee besiegen, um da reinzukommen, um die Viecher zu kriegen, oder wie? Nee. Hä? Vor allen Dingen verstehe ich auch nicht, da hinten ist das doch mit dem Ziel, wo der eben dran vorbeigefahren ist. Ich weiß nicht, was der jetzt hier macht. So, in der Klamm, in der Klemme. Da wollten wir hin. Können wir nicht mit dem Auto hinfahren? Was soll denn der Quatsch jetzt? Hä? Dann fahre ich manuell. Ich verstehe das jetzt irgendwie nicht. Ja, auf geht's. Ich weiß nicht, warum der nach hier gefahren ist. Wenden. Los. Du sollst wenden. Also ganz ehrlich, das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich meine, warum ist der fast einen Kilometer weit weggefahren? Oder müssen wir jetzt hier rein, um dann links reinzukommen? Oder das wäre ja totaler Schwachsinn. Freaky Toti, das sind ja anscheinend diese Viecher, die wir besiegen sollen. Raus mit euch. Alles klar. Und das ist hier in dem Bereich. Also das mit dem Automatischen scheint noch nicht so ganz ausgereift zu sein, habe ich so das Gefühl. Da hinten laufen sie auch rum. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, warum wir jetzt... Klingelt die Kasse, Leute! Erstmal müssen wir so nahe kommen, dass wir sie anvisieren können, Leute. Können wir sie nicht einfach ohne Strategie platt machen? Ade! Nord, greif den Feind von hinten an!
Sagen wir mal noch mal. So, geht doch. Also ich habe keine Ahnung, was jetzt der Quatsch sollte, dass der nach da hinten gefahren ist. Aber da irgendwo haben wir, glaube ich, gepackt. Aber gut, dafür gibt es dann das manuelle Fahren, wenn sich unser toller automatisierter Freund hier mal vertut. So, automatisch fahren zum Aufgabenziel. Ach, dann fährt er wieder zurück, oder was? Moment, hä? Einem Informanten Bericht erstatten. Der ist aber jetzt da in der Richtung. Und der will jetzt woanders hinfahren, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Ich mache das mal lieber vorsichtshalber manuell. Also ich traue dem ehrlich gesagt nicht so ganz. Ich glaube nämlich, dass der nachher wieder wendet und dann wieder hinten zurückfährt. Oh komm, fahr das Ding doch mal schneller, ey. Ach, jetzt kann er auf einmal mit Parken wieder reinfahren. Ich muss es nicht verstehen. Nockt? Es wird nur gekauft, was wir auch brauchen. Ist ja gut, Mann. Mach dich mal locker. Das sagst du so leicht. Nee, Moment, da steht jetzt ein Kilometer. Gehen wir ins Restaurant. Auf geht's. Nockt, komm schon. Na, geh rein. Hab mich richtig gut erholt. Iss mal was Anständiges. Vielleicht heitert dich das auf. Achso, ich muss mit ihm sprechen. Hallo? Oh, was darf's heute sein? Der Typ nervt mich mit dem... Meine Jungs. So, gib die Jill her. Yeah. Hut ab. Wir sind jetzt Fährtenleser, was auch immer das jetzt heißen soll oder bewirken soll. Wollt ihr was essen? Nein, wollen wir nicht. Ernährt euch abwechslungsreich. Jetzt haben wir wieder nur die 686 LP. Ich meine, wir hatten nämlich 800, nachdem wir gegessen haben. Also das ist, eigentlich ist es beschiss, wenn man so darüber nachdenkt. So, jetzt müssen wir mal eben schauen. Wir haben noch die Aufgabe mit Stufe 2. Tal ohne Wiederkehr. Sind das jetzt auch Totis? Also auch die von gerade? Da würde ich sagen, dass wir das dann als nächstes machen. Weil das Problem ist ja, wir müssen auf jeden Fall zwischendurch solche Jagdaufträge ausführen, weil das uns erstens Gil bringt, die wir natürlich dringend brauchen. Und zweitens natürlich auch noch ein paar andere Sachen, die wir dann so zwischendurch bekommen können, wobei ich die nicht wichtig finde. Ich persönlich finde es nur sehr wichtig, dass wir halt die Gil bekommen. Damit wir dann auch dementsprechend später vielleicht mal was kaufen können oder, ja, ganz wichtig halt die Heiltränke und so weiter, dass wir uns das Ganze leisten können. Ja, ich mache hier jetzt auf jeden Fall erst nochmal einen kleinen Cut und wir machen den nächsten Auftrag, beziehungsweise die nächsten Aufträge, je nachdem wie lange das dauert, im nächsten Video. Bis dann, ciao!